So, ich habe mich jetzt entschieden, die Mission nochmal komplett von vorne anzufangen. Ich glaube, wir waren nämlich einfach ein bisschen zu langsam, haben ein bisschen zu wenig auf unsere Vikings aufgepasst und deswegen hat das Nur zu, wann wir hier nicht so sind. ganz hingehauen, wie ich mir das vorgestellt habe. Nicht genügend Mineralien. Ich habe die verschiedenen Nexus So. geortet, die Energie in die Schilde der Purifier leiten. Wir werden sie alle zerstören müssen, bevor wir das Schiff aufhalten können. IBF bereit. Einige der Kolonisten haben es nicht rechtzeitig in unsere Basis geschafft. Wir sollten uns darauf vorbereiten, sie zu verteidigen, wenn die Protoss angreifen. Joa. So, sehr schön. Dann baue ich nämlich hier diesmal direkt einen Bunker hier hin. Ist ja nicht mein hier. IBF bereit. Erweiterung fertiggestellt. Damit wir die ersten Angriffe vielleicht eventuell abhalten können. Okay. So, Vikings, Vikings, Vikings. Du darfst die hier mal reparieren. Was ich noch baue, ist ein Waffenlager, um die Vikings abzucraten. Und vielleicht ein bisschen WBFs natürlich. So, hier mal hier rein. Purifier ist angekommen und in Bewegung. Ja, sehr schön. Oder auch nicht sehr schön. So, du reparierst noch mit hier. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien, ich glaube, es hackt. Na gut, das Reparieren verbraucht jetzt ein bisschen was, ne? So, sehr schön. Dann greifen wir jetzt die erste Basis hier unten gleich mal an. Da müsste noch irgendwo ein Warp Prism sein. Ah, Kacke. Die Purifier ist gleich in Reichweite einer Kolonistenbasis. Na toll, wo ist das fliegende Ding jetzt hin, bitte? Scheinbar weg, okay. Oh, nervt mich doch nicht. So, der Bunker sollte das regeln, hoffentlich. Vielleicht schicke ich da noch was zum Dingsen hin, zum Reparieren. So, und die Basis hier geht down, das ist schon mal sehr nice. Ach, ich brauche Vespingas. Das habe ich komplett verdödelt. So, die regeln das auch da unten. Sehr schön, da baue ich noch zwei Space Marines, die ich in das Ding da stecke. Ein Nexus weniger. Weiter so, Jungs. Wir müssen sehr schön aufhalten. So, dann Sir, gehen wir doch gleich mal zum nächsten Nexus. Ist kurz davor zu feuern. Das finde ich gar nicht so witzig. So, du reparierst die mal hier. Nicht genügend Mineralien. Ah, immer diese Mineralien. Schiffswaffen, Schiffsraumhaufen gebaute Einheiten. Ja, das brauchen wir. So, läuft, läuft, läuft. WBF einsatzbereit. So, dann baue ich gleich noch ein zweites Depot. Commander, ein Geschwader der Protoss ist hinter den Kolonieschiffen her. Wenn wir sie nicht aufhalten, sind die Kolonisten verloren. Dann halten wir die doch direkt mal auf. Nicht genügend Mineralien. Jetzt wird geplündert. So, wo ist mein Viking da? Das sollte eigentlich hinhauen, weil die Dinger ja mit den Kolonisten beschäftigt sein sollten. So, in der Zwischenzeit sammeln wir mal Mineralien. So, da kriegen wir noch ein paar Mineralien. Das gefällt mir super. So. Und dann erstmal wieder zurück. Zurückgelassen, als sie evakuiert wurden. Baue ich hier mal einen Reaktor dran, um ihn dann an meinen zweiten Starport zu hängen, den ich jetzt baue. So. Du baust mir mal. Nein, 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 nein. So, weg da bitte. Das Ding da noch weg.
Dankeschön. Erweiterung nicht genügend Mineralien. Ach ja. Was nicht passt, wird paar schlechte Neuigkeiten. Halt einmal dahin, bitte. So, gut. Dann das mal tauschen hier. Nicht genügend Mineralien. Ja, erstmal hier das Verdingsen. So, du kommst auf Steuergruppe 4. Nicht genug Vespingas. Benötige weitere Depots. So, gut. Dann machst du das dann mal ganz. Und mit denen fliege ich mal da runter. Und wieder das Standard-Depot-Problem. Dass ich irgendwie nie loswerde. Ich bin irgendwie zu dämlich dafür, mir das zu merken, Depots zu bauen. Die Protoss sind in einer weiteren Siedlung angekommen, Sir. Wo ist der Koloss? Da ist der Koloss. Der Koloss noch weg. Sehr schön. Dann kann ich da, glaube ich, landen. Hoffe ich. Oder auch nicht. Oh Mann, dann fliege ich halt von der anderen Seite nochmal hin. Ja, da muss doch irgendwo was sein. Oder auch nicht. Doch, da ist noch was. So, ihr fliegt jetzt hier mal runter und hört auf, euch zerballern zu lassen, bitte. Energieausstoß hat seinen Höchststand erreicht. Die Protoss werden die zweite Koloniebasis zerstören. So, hier Schiffswaffe kann ich noch nicht machen. Aber ihr könnt mal da runter gehen. So, mit denen gehe ich jetzt erstmal zurück. Um, zu reparieren. Und dann nehme ich einfach mal die Einheiten hier. Hier runter. So, einmal reparieren bitte. Transformationssysteme optimiert. Am besten nicht direkt da irgendwo. Warnung. Protoss-Geschwader im Anflug auf Kolonistensiedlung entdeckt. Okay, die müssen wir natürlich jetzt abhalten. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ich hoffe, das gibt was. Unser Schiff brennt aus. Die Protoss wollen uns umbringen. So. Das war ganz schön knapp. Kriegt jetzt wieder Mineralien oder so? Die Kolonisten sind erfolgreich aus der Siedlung evakuiert worden. So, Panzerungsupgrade kann ich mir nicht leisten. Aber ich kann mit denen hier landen. So. Und dann kümmere ich mich jetzt mal um die nicht. Okay. Wobei, die lande ich hier mal zwischen. Dann bräuchte ich hier mal ein paar SUVs, um wieder zu reparieren. So, die kommen mit hier runter. Und dann sollte ich die hier landen können. Kacke. Das ist nicht so geil. Wobei ich mit denen hier eigentlich mal da bleiben könnte. Zumindest mit einem Teil von denen. Die kann ich ja schon mal hier landen eigentlich. Und den Nexus hier down nehmen. Och Leute. Dann baut ihr mir halt jetzt einen neuen Bunker. So, ihr kommt mit. Sie haben fast die nächste Basis erreicht. Beeil dich! Ja, ich bin ja dabei. Was soll ich denn? Nicht genügend Mineralien. Da jetzt noch groß machen, bitte. Und noch ein Nexus zerstört. Gute Arbeit. Jawohl. So, mit denen gehe ich jetzt zur nächsten Basis runter. Hoffe ich zumindest. Und räume hier mal ein bisschen auf. So funktioniert das doch.
den Dreher hier weg. Okay, erste Einheit verloren, das war nicht ganz so cool. Aber okay, da ist noch ein Dingensbummens hier, das noch weg müsste. So, 4 neue Vikings, das gefällt mir supi. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Nö. So, dann lande ich die jetzt mal hier. Gut. Dann müsste ich da jetzt den High Templar rausnehmen. Oder auch nicht. Ja. Die kommen noch mit hier. Warnung. Rotos Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Ja, wunderschön. Wieso gibt es keine besseren Neuigkeiten? Unsere Verbündeten werden angegriffen. Schön. Schön für unsere Verbündeten. Ach du Kacke. Oh, warum müssen da jetzt die Träger kommen, bitte? Hilfe! Sie zerstören unser Schiff! Ja, ist ja okay. Alter. Ja, macht noch mehr kaputt, bitte. Oh Gott, diese Mission, ey, die regt mich langsam echt auf. Nicht genügend Mineralien. Oh Gott. Was spawnen da auch, wenn ich angreifen will, ausgerechnet dann diese Scheiße. Abgefuckten. Gute Arbeit. Die Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. Na toll, wie soll ich denn das jetzt verteidigen, bitte? Ah, Kacke. Toll, witzig. Ey, ohne Kack mal, wie soll diese Mission überhaupt schaffbar sein? Oh Mann, ey. Laden mal, nochmal neu. Wo können die denn auf einmal die ganzen Einheiten immer herwarpen? Das geht mir so auf die Eier. Da kannst du nichts gegen tun. Warpen die einfach die ganze Scheiße hier zusammen oder was? So, das ist weg. Dann erstmal Rückzug. Ihr kommt hier rein. Ihr kommt hier hin. Dann hole ich mir hier noch ein paar SCVs ab. Oh Gott. So, erstmal alle reparieren hier. Sehr schön. Gute Idee. Muss man euch zumindest mal lassen. So. Mache ich einfach mal Steuergruppe 2, damit ich die zur Hand habe, wenn ich sie brauche. Sie werden jede Sekunde auf die Siedlung feuern. Bring dich in Sicherheit. Dann lass uns mal loslegen. Ja, ich bin doch in Sicherheit, habe ich gedacht eigentlich. Nicht benötige weitere Depots. Na, jetzt brauchen die auch noch ein Depot. Nur zu. Schlechte Neuigkeiten? Was nicht passt, wird nicht genügend Mineralien. Auch noch die Herren. Nicht genügend Mineralien. Oh nicht Gott. Nicht genügend Mineralien. So, als nächstes fange ich dann hier erstmal die hier ab. Und dann mal weiter gucken. Protoss-Geschwader im Anflug auf letzte Kolonistensiedlung entdeckt. Gut, die fange ich ab. Wenn ich die abfangen sollte, das wesentlich besser funktionieren. Sehr schön. Vielen Dank. Diese Protoss hätten uns fast erwischt. Gute Arbeit. Die Evakuierung dieser Siedlung ist abgeschlossen. Das gefällt mir. Jetzt wird geplündert. So will ich das haben in Zukunft.
So, mal gucken, wie viel ich jetzt mit denen hier ausrichten kann. Sicher doch. Ich hoffe mal, es reicht. Wird gemacht. Ich hier erstmal über der Klippe schwebe. Und das ausschalte. So, jetzt kommt er mit seinen Trägern an. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, dann ist hier ein Warp Prisma. Ja, das gefällt mir weniger. Oh, Kacke, jetzt kommt der schon wieder an. Wie ist der jetzt an meinen Einheiten bitte vorbeigekommen? Ich verstehe es einfach nicht. Ja, jetzt schießt auch noch das Ding auf mich, oder was? Oh Gott. Dann lande ich die halt jetzt mal. Oh, könnt ihr bitte alle einfach landen? Danke. So. Und jetzt muss es aber was werden. Oh, wenn dieses Scheißding dann nicht immer sein würde, ne? Geschätzte Ankunftszeit der Protoss in der nächsten Koloniebasis. Dann baue ich halt noch einen Bunker. Sekunden, Sir. Dann lasst uns mal loslegen. So, jetzt muss es aber was werden hier. Sicher doch. Natürlich. Jetzt wird geplündert. Oh Gott. Oh, diese scheiß Storms, was ist denn los mit denen? Kann der doch nicht ernst meinen. So. Jetzt ist, hat aber keine Storms mehr, hoffe ich. Sehr schön, jetzt ist das Ding noch kaputt. Und ich brauche mehr Vikings. Ja, der muss noch weg vorher. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. So, Nexus ist kaputt. Die Schilde der Purifier haben keine Energie mehr. Greifen so, Sie sie da jetzt sind an. Noch welche. So, wehe, der spawnt jetzt wieder irgendeine Kacke dahin. Dann raste ich sowas von aus. Aber mit den Vikings sollte es eigentlich hinhauen, hoffentlich. Vielleicht, wenn ich die nicht... Puh. Purifier hat unsere Einheiten in eine andere Dimension geschlossen. Ach nee, jetzt, oder? Der Effekt sollte jedoch nur temporär sein. Ach du Kacke. Och, der regt mich auf. Basis wird angegriffen. Oh, lass mich doch in Ruhe da oben, ey. So eine asoziale Kacke, ey. Das Ding muss jetzt weg hier. Und zwar schneller als sonst. Vielleicht kriege ich noch ein paar gebaut. Oh, das wird so knapp, das wird so knapp, das wird so scheiße knapp. Auf meine Vikings kaputt zu machen. Nein. Da muss ich jetzt die hier holen, um die aufzuhalten. Vielleicht bringt's ja was. Ja, das Ding geht down. Es geht down. Und. Wir kriegen's hin, wir kriegen's hin. Ja. Oh Gott. Die Protoss ziehen sich zurück. Du hast es geschafft! Oh Gott! Diese Mission! Ich sehe, sind die Geschichten von Raffines nicht übertroffen, James Rina. Ich hoffe, dass sich euer Glaube an die Kolonisten als berechtigt erweist. Was sind das für Kampfläufer, die da stehen? Das sind keine Vikings, glaube ich. Ey, du kommst da nicht rein. Haben wir nicht geschafft, okay. Endlich haben wir diese scheiß Mission geschafft nach
3 Anläufen war es, glaube ich. Oder 4. Oder noch mehr, keine Ahnung. Ich hab's schon wieder erfolgreich verdrängt. Ah, endlich, ey. Vor allem, du kannst ja eigentlich nur auf die Vikings in dieser Mission vertrauen, weil die anderen Einheiten einfach viel zu lahmarschig sind. Erstmal eine Menge aufräumen. Wir schaffen das schon. Seht nur zu, dass ihr euch nicht noch mehr Ärger einhandelt. Die Protoss werden sicher sauer sein. Die Protoss und ich, das ist eine lange Geschichte. Habt ihnen ein paar Mal geholfen. Ich denke, die werden wohl ein Auge zudrücken. Wie wär's, wenn du ganz einfach hier bleiben würdest? Zur Ruhe kommen, neu anfangen. Nein. Typen wie ich kriegen keine zweite Chance, Süße. Wir müssen beenden, was wir angefangen haben. Du bist ein guter Kerl, Jim Rayner. So gut auch wieder nicht. Ich bin verdammt gut. Oh yeah. So. Schiffsmesse der Hyperion. 4 Stunden später. Guck mal an, was meine Crew so zu palabern hat. Also, Söldner. Söldner sind eigentlich immer gut. Was haben wir denn da? Hells Angels. Ja, nehme ich. Tykes. Schande, dass Doc Hansen ausgestiegen ist. Dabei hätte ich sie beinahe mit meiner Gangstertour rumgekriegt. Ja. Du willst mir doch nicht weismachen, dass es dich gar nicht gereizt hat, was mit dir anzufangen. Das habe ich schon alles hinter mir, Tykes. Ich habe früher mal versucht, ein normales Leben zu führen. Aber die Zeiten sind vorbei. So ein paar Gauner wie wir sind halt einfach nicht für ein Leben im Vorgarten geschaffen. Oh ja, das Schicksal hat mit uns noch was viel Größeres vor. Denkst du? So. Kolonisierer, was ist das denn? Die Flagge der ehemaligen Kolonie Acria und des neuen souveränen Planeten Haven. Verliehen an James Rayner und Rayner's Raider in Anerkennung ihrer unermesslichen Verdienste für die Gründung unserer Kolonie. Ey, okay. So. Professionell, qualitativ wertvolle Nachrichten. Willkommen zurück. Heute Abend erreichen uns sowohl gute als auch schlechte Neuigkeiten aus unserem Hauptquartier auf Korall. Der Flüchtlingsstrom versiegt nun, da sich viele Grenzweltler auf neuen Planeten niederlassen. Wir schalten nun live zu Kate Lockwell, die mehr über die schlechten Nachrichten weiß. Kate? Was ist... Sind wir schon auf Sendung? Hi. Ja, Donny. Nun, viele der Flüchtlinge gründen neue Kolonien und erklären gleichzeitig ihre Unabhängigkeit von der Liga. Und machen sich so selbst zu Rebellen. Nun, Donny, es handelt sich zumeist um normale Leute, die einfach durch die momentane Krise verängstigt sind. Und wütend darüber, dass die Liga nicht größere Anstrengungen unternommen hat, sie zu retten. Einige von ihnen haben ihre Dankbarkeit gegenüber James Rayner... Wir machen die Nachrichten. Undankbare Rebellen widersetzen sich der Liga in den Grenzwelten. Hier ist Donny Vermillion für UNN. Oh, darf ich diesen Typen erschießen, bitte? Bitte, lass mich das nächste Mal warnen, wenn er wieder sowas vorhat? Komisch, dass die Leute das so persönlich nehmen, wenn man sie den Zerg zum Fraß vorwirft. Joa, schon komisch, ne? So, gucken wir im Arsenal vorbei, was es da Neues gibt. So, wir haben hier die Vikings. Viking-Piloten sind eine Truppe für sich, nur wenige Piloten beherrschen beide Formen des Fahrzeugs. Ein Viking-Pilot ist so lange ein Grünschnabel, bis er seine erste Transformation hinter sich hat.
Das sich bewegende Metall kann weniger bewegliche Männer töten. Ja, also nichts für die Space Marines, die in diesen dicken Anzügen stecken, weil ich glaube, die sind ja weniger beweglich. Die wenigen Elite-Soldaten, die sich durch das Training kämpfen, sind so tödlich, dass ihre Namen schon bald bei Freund und Feind im gesamten Sektor bekannt sind. Die Servomotoren des Vikings sind austauschbar. WBS können den Arm eines Vikings wiederverwerten, um das wichtigere Bein zu reparieren. Okay. Dann schießt er aber nicht mehr so gut. So, was hat Sworn zu sagen? Hast du gesehen, wie groß das Protoss-Schiff war? Egal, wie oft ich die sehe, die haben immer wieder irgendwas, wo mir die Kinnlade runterklappt. Weißt du, was ich meine? Ich wäre weit mehr beeindruckt, wenn sie diese Feuerkraft gegen die Zerg einsetzen würden. Ist doch idiotisch, die Protoss zu bekämpfen, wo wir uns eigentlich mit ihnen gegen Kerrigan verbünden sollten. Hör mal, die hatten das verdient. Du hast das Richtige getan. Freunde lassen Freunde keine Zivilisten abschlachten, Jim. Ich bin stolz darauf, dass du dich ihnen entgegengestellt hast. Jo, Freunde lassen Freunde keine Zivilisten abschlachten und deswegen schlachten wir unsere Freunde ab. Macht Sinn auf alle Fälle. So, Raumschiffe, Viking für unser... Gekauft. Vikings erhalten 2 Raketen. Gekauft. Bam. Viking-Style. Warte, erst ins Labor. Im Labor ist scheinbar nichts Neues. Wir haben ein bisschen Zergforschung bekommen, aber es reicht nicht für die nächste Forschung. Okay. Dann doch wieder... Da wollte ich nicht hin, auf die Brücke. So, der hatte nichts zu sagen. Irgendwas lässt die Sensoren verrückt spielen. Ich kümmere mich drum. Ja, kümmere dich mal drum. Jetzt habe ich's. Ich tue einfach so, als würde ich arbeiten. Ha, das ist verdammt gute Idee. Und ich tue jetzt mal nicht so, als würde ich weiterarbeiten und mache an dieser Stelle jetzt mal Schluss. Die Folge ist sowieso ein bisschen zu lang geraten und wir sehen uns bei der nächsten Folge von StarCraft 2. Ciao.